So, Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brick Force. Ja, wir spielen gerade auf der Map Mini Dusty. So, yeah, seht ihr das, was ich sehe? Ja, glaub schon. Es ist wieder soweit. Die Stringe kommen. Sie kommen aber auch nur, wenn ich gerade aufnehme. Naja, das Lustige ist, in der Aufnahme sieht man die ja nicht. Deswegen, insofern, läuft, ist ja alles ganz gut. Ich sehe die nur selber. Ich habe das ja selber nachgeguckt, aber gerade kurz wieder ein kleiner Bug. Die sieht man ja in der Aufnahme gar nicht. Das finde ich immer total lustig. Aber ich bin auch ein bisschen heilfroh drüber, dass man die nicht in der Aufnahme erkennen kann. Deswegen. Ach du Heilige. Habe ich mich gerade erschrocken. Sag mal, Leute, ihr könnt doch nicht alle in mein Team. Leute. Ich meine, kommt schon. Der Arme ist ja komplett alleine. Ja. Alles immer direkt auf den nächstuntersten schieben, ne? Ich schiebe es auf. Obwohl, nee, du bist ja mittlerweile. Ja. Ah, gut, Kagumis. So, ist da drauf. So. Kleines Dankeschön an ihn. Sowas finde ich Fairplay. Auch wenn ich 4-4 gemacht habe, ne? Insofern, der ist tatsächlich freiwillig rübergegangen. Sowas finde ich immer ganz nett, wenn Leute dann wirklich darauf achten, dass die Teams dann ausgeglichen sind. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin ja schon so jemand, ich join einfach rein. Deswegen, ja. So, ansonsten, genau, wegen dem Intro. Der liebe Rybacks hat mir ja ein Intro gemacht. Ich glaube, den werde ich auch unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Also einige Leute haben auch schon von euch das Intro gesehen von Rybacks. Einige fragen sich aber auch, warum ich es nicht benutze. Das hat einen sehr peinlichen Grund meines Erachtens. Nämlich, als erstes mal, ich finde das super, das Intro. Das finde ich richtig nice. Vor allem, weil er es auch für mich gratis gemacht hat. USW, ne? Fand ich das richtig cool von ihm. Zazaza. Mir gefällt das Intro auch, die Musik und so weiter. Das Problem ist, warum ich es nicht benutzen kann, ist, ich habe kein Schnittprogramm. So, für alle, die jetzt sich selber ein Facepalm gegeben haben oder gerade damit beschäftigt sind, Suizid zu begehen, Herzinfarkt erleidet haben oder, ja. Ich weiß, es ist wirklich sehr peinlich, ein Let's Player ohne Schnittprogramm. Ich habe aber tatsächlich mittlerweile schon auf ein Schnittprogramm im Auge geworfen, nämlich auf das sogenannte Lightworks. Da muss ich aber noch gucken. Ich glaube aber, ich werde es mir mal nehmen. Sozusagen. Ja. So. Deswegen. Und wenn ich dann das Schnittprogramm auch habe und so weiter, dann werde ich das Intro auch auf jeden Fall benutzen, weil das gefällt mir auch selber richtig gut und etc. Also das liegt wirklich nur gerade daran, ich kann es nicht benutzen und deswegen benutze ich es auch nicht. Wenn ich es benutzen könnte, dann würde ich es auf jeden Fall benutzen. So ist es jetzt nicht, ne? Das ist jetzt schon so. Ach, come on. Da konzentriert man sich einmal auf einen und dann wird man über den Haufen geschossen. Deswegen, also, nicht böse nehmen. Ich hätte gelacht, wenn ich den. Ich hab den jetzt nicht ernsthaft noch damit bekommen. Ich hab den ernsthaft damit noch bekommen. Nice. Das ist doch schön. Krieg ich den ernsthaft noch mit der Nahkampfwaffe? Krieg's nicht hin. So. Alter, du mieser Camper, du, ne? Bist so ein richtig dreckiger Camper. Gut gemacht, mein kleiner Junge. Lernst gut vom Papa, ne? Mein Scherz. Oh Gott, ne. Kopfkino rauskriegen, ganz schnell. So, wo war ich stehen geblieben? Ja. Genau, also, ja. Es liegt im Grunde einfach nur daran, ich habe kein Schnittprogramm und deswegen kann ich es auch nicht benutzen. Dann lässt du es hoch. Ich überlege, ob ich. Nee, ne!
Da denke ich gerade so drüber nach, soll ich eventuell Nades benutzen? So. Und hat wohl jemand wieder geschlafen. Ach komm! Oh. Abends oder gleich. So, kleine Scherzchen sind auch erlaubt. Nein. So. Du mit deinen Nades, ey. Du kotzt mich so an, aber danke für die Bieten. Deswegen. Ja, kommt der Kerl jetzt auch noch mit dieser... kommt der Kerl jetzt noch mit dieser nervigen Shotgun angerückt. Aber alle bis auf Nixie sind aus meinem Team. Negativ. Ja, schön. Nein! So, das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Jetzt machen die Leute hier auch schon Product Placements, ey. Diese Shotguns werden hier aber momentan auch echt immer schlimmer. Und das Schlimme ist, ich überlege hier mir ja auch schon mittlerweile, mir eine Shotgun anzuschaffen. Deswegen. Diese Shotguns sind auch echt heftig. Vor allem diese eine da. Die ist so, die haut auf Max ab echt so rein. Ist unglaublich. So, komm. Nice. Durch die Nade. So will ich sehen. So, nein, nicht Clan. Ja. So. Das. Ja, Leute, ich schreibe sowas immer in der Videobeschreibung hier. So, guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da seht ihr die E-Mail-Adresse, da seht ihr Skype, da seht ihr Twitter und so weiter und so fort. Ne? Ich dachte gerade schon, da kamen Gegner. So. Und übrigens, wenn ihr mir Maps einsenden wollt, wie schon gesagt, schickt sie mir, hat schon. Ja. Ja, im Grunde ist ja auch ganz normal. Halte ich auch nicht geheim oder so. No, not true. Ja, Mann. So. Ach, come on, der hatte nur noch so wenig. Schade. Schade, schade, Schokolade. Da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Von da lang. Nate. Nate. Und er verreckt durch die Nate. Er verreckt einfach durch die Nade. Nein! Mich regt das immer so ein bisschen auf, wenn ich, wenn der Gegner noch so ganz wenig Leben hat und ich dennoch verrecke. Lass uns mal mit mir ein LP machen. Ja. Also, wie schon gesagt, schreibt mich einfach auf Skype an, schickt mir eine E-Mail oder so und dann können wir über TS oder Skype können wir dann, ja. Übrigens, ich mag das, wenn das am besten so spontan ist. Also guckt, dass ihr Zeit habt. Also ich bin da jetzt nicht so jemand. Also ich bin da generell so jemand, ich. Ja. Vorplanung. Ja. Also Schule verschlafen. Nein, nur nicht. Guten Morgen, meine werten Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Brick Force. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile 15 Uhr oder so. Wo ich gerade die Folge mache, keine Ahnung. Ja, nee, du. Echtes Team hier. Oh Mann, ey, ich will hier schreiben. Und nicht von so einem random Typen über den Haufen geschossen werden. Ja, die sind ganz schlimm, ne? Also wie ihr seht hier, diese Nate-Schmeißer, die sind richtig schlimm. Dann gibt es auch noch die Typen, die sich selber damit killen noch. Das sind echt, das sind so unfähige Player. Da fragt man sich auch echt, wie die es überhaupt hinkriegen, sich morgen
die Zähne zu putzen. Oder sich selber dabei abzustechen. Deswegen. Alter! Chapeau. Chapeau. Nein! Nein, nein, nein. Ich sollte mir auch so, mal solche Ostereier oder Gift-Nades holen, damit ich die auch einfach direkt von meinen Füßen hauen kann. Beleidigt mich als Arschloch oder so, aber das bin ich einfach. Ich frage mich immer noch, wie die... Ah, der hat das hier so... Sieht scheiße aus. Nein, Scherz. Ich sag mal so, der Kerl, der die Map gebaut hat, kann mehr als ich. Auch wenn einige sagen, dass Brickforce die Map von CSGO abgekupfert hat. Aber ganz im Ernst, wie sollen die das machen, wenn die Maps doch von der Community erstellt werden? Wie soll dann Brickforce an sich etwas abkupfern? Frage ich mich jetzt so, ne? Also, ich stelle eine ernsthaft hinnehmende Frage hier. Guck mal hier. Jetzt hat's geklappt. 3 Leben. Nice. Ja, dann verziehe ich mich mal wieder lieber. Und ja. Mein Prämi. Warte. So. So, dann, rennt der Kerl hier gerade mit einer Sniper auf Mini-Dusty rum? Ich reiche Beschwerde ein wegen Shotguns, ohne Witz. Leute beschweren sich über Nades, aber sie wissen nicht die wahre Bedrohung vom Big Force. Shotguns. Oh ja. Vor allem diese 7-Sterne-Shotgun von Badaboom, ohne Witz, da kriege ich die Krise. Ciao, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.